Und die Djinn sind in einer gewaltigen Bindung, in einer gewaltigen Sache. Ich erschaffe, doch dienen sie anderen. Allah spricht, ich erschaffe, doch dienen sie anderen. Ich versorge und anderen wird gedankt. Allah ist der Versorger. Allah schützt uns. Allah versorgt uns. Allah hat uns erschaffen und hat uns alles gegeben, was wir für dieses Leben brauchen und noch viel mehr. Und dann dankt man anderen. Dank der Natur. Dank dem Fluss. Ich versorge und anderen wird gedankt. Alles Gute kommt von mir auf sie herab und das Üble kommt von ihnen zu mir herauf. Alles Üble und alle Schändlichkeiten kommen zu mir herauf oder hinauf. Durch meine Liebe lasse ich meine Gnade und Gunst auf sie herab und ich brauche sie nicht. Und ich brauche sie nicht. Und sie machen mich zornig durch ihre Sünden. Obwohl sie mich umso mehr brauchen. Die mir gedenken, sind in meiner Gesellung. Wer sich mit mir Wer sich zu mir gesellschaften möchte, bei mir sein möchte, so soll er mich erwähnen, so soll er mir gedenken. Leute der Anbetung sind jene, die ich liebe. Allah sagt, Leute der Anbetung, Leute der Gebete, Leute des Fastens, Leute des Gedenkens, Allah, Leute der Spende, Leute, die hilfsbereit sind, Leute, die kämpfen, sind diejenigen, die ich liebe. Und die Sündiger und die Sündigen werde ich nicht von meiner Barmherzigkeit hoffnungslos machen. Die Leute der Anbetung sind jene, die ich liebe. Und die Sündiger und die sündhaften Menschen werde ich nicht meiner Barmherzigkeit nicht in Hoffnungslosigkeit lassen. Wenn sie zu mir zurückkehren, so bin ich ihr Geliebter. Allah sagt, wenn sie zu mir zurückkehren, so bin ich ihr Geliebter. Fa'ana Habibuhum. Wenn sie nicht zurückkehren, so bin ich ihr Heiler. Ich heile sie. Fa'ana Tabibuhum. Wenn sie nicht zurückkehren, so bin ich ihr Heiler. Wenn sich einer meiner Majestät zuwendet, akzeptiere ich ihn und nehme ich ihn an von Weitem. Und wenn sich einer sündhaft abwendet,
so rufe ich ihn stets von Namen. Und wenn sich einer sündhaft abwendet von Allah, verflucht ihn Allah. Allah ruft ihn stets von Namen. Wohin gehst du? Hast du etwa einen anderen Herrn außer mir? Die gute Tat bei mir wird verzehnfacht oder ich vervielfache sie. Und die Sünde zähle ich als eine einzige Sünde oder ich vergebe sie. Und meine Ehre und mein Stolz, und bei meiner Ehre und meinem Stolz, Allah schwört bei seinen Namen und seinen Eigenschaften, und er sagt bei meiner Ehre und bei meinem Stolz, wa izzati wa jalali, wenn sie mich um Vergebung bitten, so werde ich ihnen vergeben. Kehre zu Allah zurück, lieber Bruder. Kehre zu Allah zurück, liebe Schwester. Allah wird dich aufnehmen in seine Barmherzigkeit. Allah wird dir vergeben. Siehst du nicht, wie manche Menschen 60, 70 und 80 Jahre ungläubig sind und Götzen anbeten und sündigen des Morgens und des Abends, Tag ein, Tag aus. Und wenn sie in einem hohen Alter sind und zu Allah sagen, O Allah, ich bezeuge, keiner hat das Recht, angebetet zu werden. Du bist der Einzige, der angebetet werden darf. Und ich bezeuge, dass Muhammad s.a.w. der Gesandte Allahs ist. Dein Gesandter ist. Und ich glaube an die Propheten. Und er betet. Und selbst wenn es nur ein einziger Tag ist, so wird ihm Allah durch diesen einen Tag, durch diese eine Tat, die Sünden und die Abscheulichkeiten von 70, 80 Jahren vergeben. Und die Sünde, liebe Geschwister, ist eine sehr, sehr schlimme Sache. Und schaut auf die Geschichte von bei Musa a.s. als er mit seiner Gemeinschaft zusammen war. Und die haben Salatul Istisqa gemacht, verrichtet. Salatul Istisqa, dass sie ein Gebet verrichten, indem man Allah nach Regen fragt, nach Wasser, um Wasser bittet. Dann haben sie sich in eine Reihe gestellt oder in Reihen gestellt und haben das Gebet verrichtet. Und es kam kein Wasser. Dann kam Jibril alayhi salam. Jibril alayhi salam kam zu Musa. Gabriel, Friede und Segen auf ihn. Und auf Musa alayhi salam, auf Moses und auf unseren Gesandten und allen Propheten. Er kam zu Musa alayhi salam und sagte zu ihm, O Moses, ja Musa, einer von euch, einer von dieser Gemeinschaft ist ein Sündhafter. Er begeht Sünden. Und deswegen wird kein Wasser herunterkommen. Und Allah wird euch nicht Wasser geben, bis derjenige rauskommt und Reue begeht. Er meldet sich und bittet Allah um Vergebung. Und danach macht ihr das Gebet und Allah wird euch inshallah Wasser geben. Wird es regnen lassen. Und die hatten schon das Gebet verrichtet. Und Musa a.s. sprach zu ihnen und sagte zu ihnen, oh, ihr Menschen, einer unter euch ist ein Sündiger. Und es wird nicht regnen, bis dieser sich meldet und um Vergebung bittet. Was ist passiert? Jibril kam zu ihm und sagte zu ihm, O Musa, verrichte jetzt das Gebet. Musa sagte zu Jibril a.s., aber der Mann hat sich noch nicht gemeldet. Der Mann hat sich noch nicht gemeldet, der Sündige. Und dann sagte Jibril a.s. zu Musa, er, dieser Sündige,